Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity. In der letzten Folge sollten wir zum Zimmer des Königs einbrechen, um irgendwelche Papiere zu verbrennen. Und jetzt haben wir... Was? Alter, komm! Ja, und dann haben wir Napoleon getroffen, also diesen Typ, der Weltkrieg geführt hat und so. Aber in Jung. Alter, ich wurde getötet am Anfang, was soll das? Mann! Naja... Nochmal herzlich willkommen zurück, hier bei Essence Unity, und wir sind jetzt mit Napoleon in einem Zimmer und wir sollen ihm Rückendeckung geben, solange er ihm irgendwie so eine Geheimtür öffnet oder sowas ähnliches. Oh mein Gott. Alter. Ich habe das Gefühl, ich muss eine andere Waffe kaufen. Eine bessere. Oh, Alter, wie viel Geld habe ich? Cool. Alter, müssen das immer so viel sein? Ich will sie plündern. In meiner Ruhe. Rauchbombe brauche ich nicht. Jetzt zurückkommen kurz. So. Tut mir leid, dass ich so wenig da beim Kämpfen spreche, aber ich konzentriere mich jetzt so richtig. Alter, sieht hier, wenn ich spreche, dann kann ich schlecht abwehren. Ich verklicke mich schnell. Ich gehört ihr nicht, ich bin kein Sklave. Lass mich. Alter, geil. Was mache ich? So. So. Gut. Bam. Ah nee, nicht so ein fetter Axttyp. Dings da. Den muss ich sofort schießen. Ist er tot? Ist er tot? Ja, schön. Ich glaube, das war's. Ne? Napoleon. Gut gemacht. Da holen wir doch mal Napoleon durch die. Sucht alles ab! Ich will die Dokumente! Er? Was? Verdammt! Ja, genau. Oh. Ja. Ein Freund von euch? Ein hartnäckiger Stachel, den ich noch nicht ganz herausziehen konnte. Ich brauche Informationen von ihm. Ich muss zu ihm zurück. In dem Tumult. Ihr würdet ihn dort nicht finden. Kommt mit mir, ich habe eine bessere Idee. Ach was. Ihr habt euch gut geschlagen dahin. Danke. Ich schätze, ihr habt nie eine militärische Laufbahn in Betracht gezogen. Ich halte nicht viel von Befehlen. Ah, der Schrecken von Generälen und Staatsmännern aller Orten. Ein Individualist. Ich kenne das Gefühl. Danke. Männer wie wir haben den meisten Soldaten etwas voraus. Und zwar, wir haben einen eigenen Kopf. Und sie haben keinen, ja klar. Wenn ihr euch heute verpflichtet, seid ihr in 10 Jahren ein Marischall. Garantiert. Cool. Ein großzügiges Angebot. Aber nein. Was, aber nein? Hallo? Wohin das Hanno, geht's dir gut? Kommt zu mir, wenn ihr eure Meinung ändert. Mhm. Gerne, mach ich. Ich hoffe, wir bekommen so eine Wahl. Napoleon Bonaparte, Oberstleutnant der Artillerie. Zurzeit. Arnaud Dorion. Angenehm. Und tut mir gefallen, falls jemand fragt. Ich war nie hier. Ich habe mir all dies nur aus einer Tischlerwerkstatt aus der Ferne angesehen. Ein Gesicht in der Menge. Natürlich. Das Gespräch ist zu Ende. Schade. Ich bin ein Elite.
guter Soldat. Cool. Also oben links steht das. Einen Moment. Was jetzt? Ihr solltet in Deckung gehen. Wieso? Was? Okay. Alter! Alles in Ordnung hier? Gut, Korporal. Grandioser Schuss. Oh mein Gott. Der richtige Drill ist entscheidend für den Erfolg eines Regiments. Wir sollten jetzt gehen, Sir. Hier trennen wir uns. Was ist mit Rui? Gib mir ein paar Tage. Ich werde sehen, was ich in Erfahrung bringen kann. Vielleicht lässt sich ein Treffen arrangieren. Macht's gut. Die übertreibt so richtig. Und vor allem, das hat so gut glatt geschossen, die Kanone. Und wir nehmen die Kanone mit. Bekommen wir jetzt eine Kanone? Das wäre jetzt cool. Oh, schade. Dachte, ich könnte schon aus einer Kanone feuern. Ein nächstes Mal. Nimm da mal. Wo ist die nächste Mission eigentlich? Der ganz weit. Nimm ich doch so ein Kokorada zu mir. Was heißt überhaupt Kokorada? Keine Ahnung. So gucken sie mich überhaupt komisch an, diese Wächter. Soldaten. Ja, warte, Dieb, hallo, ich will dich ja. Dieb, warte doch mal. Ja, danke. Und? Was la Revolution? Egal. Hier ungefähr muss das sein. Aber wo? Nicht blind? Oder in mir wird gekämpft? Ja, na toll. Wo ist die Kokarda? Egal, ich nehme jetzt eine Schatztruhe zu mir. Falsche Richtung. Also, Schätzchen, komm zu mir. Hier geht's nicht rein. Vielleicht weiter unten. Oder ist der Schatz überhaupt oben? Oder genau unten? Der ist auch zu. Und hier ist schon der Ausgang. Naja. Komme ich vielleicht irgendwie anders da rein? Oh ne, den Verbrecher töten. Wie viel ist eigentlich in Paris los? Bitte. Geld wäre schön, aber ist nicht nötig. Genau, an dieser unhöflichen Stelle, sage ich mal, beende ich das Let's Play, oder? Besser, also nicht das Let's Play, die Folge meine ich, nicht das ganze Let's Play, ich mache hier noch weiter. Hier ist ruhiger und schöner. Gut, tschüss, mit euch war Musili.